Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Anonymitätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Ja, wir müssen Jericho finden und wir sind wieder mit Markus unterwegs. Und ja, hallo erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht weiter, viel Spaß! Also was haben wir da? Ein Mensch mit, glaube ich, Kopfhörern. Und dieses Zeichen hinten auf dem Rucksack oder was das ist. Okay. Ja, da ist es doch schon. Okay, was haben wir hier? Ein Löwe, also einen halben Löwenkopf. Das andere ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist ein Arm, der irgendwie einen Football oder irgendwas hält. Und dann wieder dieses Zeichen. Okay. Löwenkopf. Schauen wir uns mal eben um. Hier gibt es wieder was zu lesen für euch. Für die, die es interessiert. Oh, Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik im Camden. Und Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. Oh. Und Androiden-Astronauten erforschen. NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. So, bitteschön, wer lesen möchte. Tut mir leid, Verzeihung. Wissen Sie, wo Jericho ist? Ach, das ist der Boxerarm. Genau, hier ist das. Richtig. Da die Hälfte des Armes, die Hälfte des Kopfes und hier ist das Zeichen. Gibt es hier noch ein Symbol? Ah, hier ist nur eins. Es gibt freie Plätze. So,
So, das schauen wir uns mal an. Das ist eine Hauswand mit Sterne und dieses Zeichen. Okay. Ja, da ist das. Oh, jetzt wird doch mal grün. Kann ich hier nicht was drücken? Ah. Sehr schön. So, untersuchen. Einmal ist hier das Zeichen. Und einmal dort. Oh, komm. Okay, wir gucken nochmal kurz. Es sind 1, 2, 3, 4 Roboter. Einer ist ziemlich rot-orangelich. Und darüber ist auch dieses Zeichen. Eine ganz normale Hauswand und ein Schild. Okay. Werden wir wohl finden. Bisher läuft es, ja. Nur die Frage, wo... Wo wir gucken. Redet ihr mit uns? Ich habe leider nichts, tut mir leid. Ah, hier ist das Schild. Und da ist die Wand. So. Okay, jetzt gibt es noch mehr Zeichen. Der Roboter hat auch noch ein Zeichen. Und jetzt gibt es noch ein Zeichen, nämlich hier. Verdeckt? Oh, Mist. Wir müssen darüber. Wie kommen wir dahin? Okay, wir kriechen drunter. Die Palette stört. So. Okay, lass noch mal gucken. Da auch wieder eine Hauswand. Da sind ganz links irgendwelche undefinierbaren Strukturen und eine Hälfte von einer Frau. Okay. Ach, guck mal da. Wie easy. Auch wieder drei Stück. Okay, mal gucken, ob wir die drei finden. Das ist jetzt nicht mehr so easy. Finde einen Weg auf das Dach. Können wir irgendwas hier verschieben? Da. Geht das nicht? Hallo? Oder? Doch, geht doch. Hier, komm. Ach, sind wir sportlich, Mensch. So, lass noch mal gucken. Hier ist eins. Das haben wir. Okay, jetzt bin ich etwas verwirrt. Hab ich hier irgendwas übersehen? Da. Oh, gut versteckt. Es wird schwieriger. Ich merke es.
Nee, das könnte fallen. Wir probieren mal das aus. Und dann an die Stange und rüberschwingen. So machen wir's. Weil das andere sah zu brüchig aus. Ist ja wahrscheinlich eingestürzt. So. Also nochmal kurz gucken. Eine rote Mauerwand. Repairs Tore. Sparkle. Sollten wir finden. Ist es nicht schon da? Ach, guck mal da. Too easy. Nummer 1. Jetzt muss ich genau achten. Da ist eins. Nummer 2. Und wieder ein gut verstecktes wahrscheinlich. Da. Nummer 3. Oh Mann. Da oben müssen wir hin. Wir konstruieren wieder. Was ist wohl der beste Weg? Hier rauf? Oder direkt hier drauf? Wir schauen mal. Hier drauf, da drauf. Oh, wäre nicht stabil genug. Okay. Spule mit L2 zurück. Und nehme eine andere Route. Das machen wir auch. Cool, dass man das so berechnen kann. Also richtig genial gemacht. Hier drauf, da drauf. So, hier drauf. Ah, ich dachte es mir schon. Okay, wir spulen zurück. Und nehmen den Weg. Und dann springen wir wahrscheinlich besser direkt hier hoch. Wäre zu hoch. Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das bricht dann wieder durch oder so. Dann nehmen wir eben den Weg. Alles klar, wir führen aus. Action. So cool, ey. So, nächstes Graffiti ist in dem Gebäude. An einem Balken. Vorne die Wand ist offen. Ganz links und rechts ist das Zeichen. Okay, hier ist die offene Wand, das sehe ich schon. Das heißt, hier ist das Zeichen und wir müssen den Winkel schon berechnen hier. Ich sehe das schon. Und zwar so. Ha! Direkt gemerkt. Konnte mich nicht austricksen. So, jetzt schauen wir mal. Das ist auch wieder eine Öffnung. Ist das die Öffnung nach draußen wieder? Ne, hier. Jericho. Jericho. Ich habe es gelesen gerade. Es ist ein Schiff, liebe Leute. Gelange zum Schiff. Warte mal, wir schauen uns kurz um. Okay.
Das heißt wahrscheinlich, dass wir nicht auf diesem Weg dahin kommen. Ja, ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Ist klar. War mir klar. Okay. Dann geht's hier hoch. Aus. Ja, komm schon. Bitte jetzt nicht wieder irgendwas einstürzen. Bitte nicht. Sollte ich springen? Ja, okay. Und jetzt klettern wir hier hoch. So, und schauen wir noch hier rein. Einmal öffnen, bitte. Na komm. Hier. Ah, eine Taschenlampe. Ah, jetzt haben wir so ein bisschen Resident Evil Feeling. Oh, hier gibt es mehrere Türen. Okay, lässt sich nicht öffnen. Dann gucken wir direkt hier vorne die, damit wir weitergehen können. Die lässt sich wahrscheinlich auch nicht öffnen. Na komm schon. Sind aber Geräusche. Die nehme ich sehr stark wahr. Okay, hier ist nichts. Wir können wieder gehen. Ach so, das was verschüttet war. Wow. Es ist wie Resident Evil. Ich war jetzt echt ein bisschen geschockt. Wow. Lass das, Mann. So, okay, hier können wir auch gucken. Geht natürlich auch nicht. Nichts einstürzen, bitte. Schnell weg hier, schnell durch. Nein, nein. Oh, shit.
Gut, dass wir ein Androide sind. Ein Mensch hätte das jetzt nicht so einfach weggesteckt. Und siehe da. Ganz viele Abweichler. Willkommen, Jericho. Wir haben Jericho gefunden, liebe Freunde. Ja, wunderbar. Ja, das war jetzt wirklich, also ich habe es jetzt bestimmt zwei, drei Mal gesagt, aber es war jetzt wirklich so echt so ein Resident Evil Feeling. Oh, ich habe mich gerade, ja, ich will nicht sagen 100% richtig dolle erschrocken, aber es war schon, 50% waren da schon vorhanden. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentare, schüttet mich zu, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer, euer Cap. Bis bald dann und ciao.